Berlin sieht an jeder Ecke anders aus. Und Berlin klingt an jeder Ecke anders. Da macht die BVG keine Ausnahme. Verschiedene Gongs, Stimmen und Sounds. Sorgten für einen klanglichen Flickenteppich ohne starken Wiedererkennungswert. Deshalb die Aufgabe, ein einheitlicher akustischer Gesamtauftritt für Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen. Das Projekt Sound Branding. Showtime für eine umfassende Marktforschung. FahrerInnen und Fahrgäste wurden interviewt. Auftakt für unseren Strategie-Workshop. Mit dabei Sound- und Kommunikationsprofis, BVGerInnen aus allen Bereichen und allen Etagen. ExpertInnen für Barrierefreiheit, Fachleute der Abteilung Fahrgastinformation sowie Mitglieder des Kundenrats. Außerdem beteiligt ganz Berlin. Unser Konzept für den neuen Markenklang der BVG? Die Hauptstadt ist unsere Soundkulisse. Die BVG ist unsere Bühne. Alle BerlinerInnen sind unser Chor. Eine Berlinerin ist unsere Solistin. Im Detail, für die neue Brand Music wurden unzählige Stimmen und Sounds in und unter Berlin aufgenommen und mit einem Instrument kombiniert, das der menschlichen Stimme am nächsten kommt, der Bassklarinette. So entstand ein moderner und emotionaler Markenklang, der Berlin in seiner ganzen Vielfalt repräsentiert. Mit zeitgemäßen und charaktervollen Gongs und Signaltönen, die nicht nur Türen, sondern Herzen öffnen. Mit einer Stimme voll echter Persönlichkeit. Und zwar meiner. Ich bin Philippa, durch und durch Berlinerin und die neue Stimme der BVG. Lassen wir die Zahlen sprechen. Über 100 Stunden im Studio, knapp 4200 einzelne Soundfiles für alle Ansagen, alle Haltestellen. Mit der neuen Brand Music, den neuen Gongs und meiner Stimme setzt die BVG ein einmaliges und unüberhörbares Zeichen. Berlin passt in keine Schublade. Berlin ist weltoffen, pulsierend, bunt und vielfältig. Klingt gut, oder? Gongs und Stimme wurden intensiv mit allen Beteiligten in Fahrzeugen und auf Bahnsteigen getestet. Vor allem auf Barrierefreiheit und mit wissenschaftlichen Methoden so eingestellt, dass sie für alle bestmöglich funktionieren. Das Ergebnis? Ein einheitlicher Markenklang für die BVG. Das Publikum? Alle Fahrgäste. Der Erfolg? Ein Projekt? Nächster Halt, Alexanderplatz. Von dem man noch viel hören wird. Also, wir hören uns. Eure Philippa.